Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Contractville, meine lieben Freunde. Und ja, ich muss euch jetzt erstmal was zeigen. Wir haben in der letzten Folge die Wand wunderbar gepinselt. Das fand ich ziemlich, das hat ziemlich lang gedauert, weil wir nur so einen kleinen Pinsel hatten. Ich habe aber einen Trick herausgefunden, wie das Ganze schon schneller geht. Also so schlimm, wie es am Anfang war, ist es gar nicht. Aber ich habe ein paar kleine Dinge gemacht, weil ich halt gedacht habe, mein Gott, ich brauche da voll viel Farbe für. Habe ich voll viel Farbe gekauft in, ja, Schokoladenbraun, meine lieben Freunde. Ich habe nicht mal einen Eimer gebraucht und habe mich auch vorher verkauft. Ich habe hier noch einen Farbeimer gekauft in Weiß, aber das seht ihr ja alles in der letzten Folge. Schaut da gerne vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben jetzt, soweit es geht, alles bepinselt. Entschuldigung, ich habe hier irgendwas unter meiner Maus, ein kleines Steinchen oder sowas. So. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das Endresultat. Ich wollte euch jetzt halt nicht die ganze Folge, also, mein Gott, so schön finde ich das jetzt hier auch nicht. Aber es ist jetzt braun gestrichen, so wie der gute Kunde das haben wollte. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die anderen Sachen. Irgendwie übersteuere ich. Naja. So, schaue ich gleich mal eben rein, wenn ich nämlich nochmal neu auf. So, und wir haben die Quest jetzt fertig. Wir haben alles hier gemacht und ja, ich würde mal sagen, wir schauen. Also, wir haben Müll eingesammelt. 15 von 15. Schmutzige Boden gewischt, 7 von 7. Fensterwischen haben wir auch gemacht. Die Gipswände haben wir gemacht und Wände streichen in Schokolade. Dann fertigstellen. So, wir haben unsere erste Quest fertig. Das Hauptziel oben haben wir damit aktualisiert. Scheiße, was stand jetzt in der Mitte? Ja, das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Aber macht ja nichts, bekommen wir schon irgendwie hin. So, verkaufen Sie recycelte Gegenstände. Ich brauche ein Lager oder irgendwie sowas. Ich muss dran denken, dass wir hier noch ein paar Sachen haben. Wir fahren mal eben schnell nach Hause und dann bringe ich das mal eben zu mir an der Wohnung, damit das hier nicht überall rumfliegt und ja, wow. Ich hoffe halt, dass es irgendwie noch möglich ist, ein kleines Lager oder irgendwie sowas aufzubauen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, da haben wir eine schöne Palette. Da packen wir das Ganze jetzt erstmal einfach drauf, würde ich sagen. Oh, das ist sogar dafür. Wunderbar. Zack. Wir haben trotzdem ein bisschen zu viel gekauft. Uiuiui. Ja, wenn nicht, muss ich das verkaufen. Oder ich habe Glück und, oh, das kann man mal schön draufstapeln. Wunderbar. Und, oder ich habe Glück und wir können irgendwie nochmal die Schokolade braun benutzen. Wir schauen mal. Aber so wie es jetzt aussieht, glaube ich nicht. Und, naja, müssen wir mal schauen, wie es ausgeht. So, jetzt fahren wir erst nochmal wieder zurück, packen die anderen Kram drauf, damit das da nicht liegen bleibt. Weil wir wollen ja unseren Arbeitsplatz sauber hinterlassen. Mein Gott. Wo kommst du denn her, du Arsch? Verdammt nochmal, guck doch mal nach vorne. Siehst du nicht, dass ich hier komme? Verdammt nochmal. So. Zack. Mal eben schnell aussteigen. Farbe einlagern. Und den Gips. Den Gips werden wir wahrscheinlich nochmal öfters brauchen. Da würde ich mir jetzt so erstmal gar keine Sorgen machen. Aber ich soll jetzt Gegenstände, die recycelt wurden, soll ich verkaufen. Und ich weiß, dass ich da vorne meinen Müll stehen lassen habe. Wenn ich mich da nicht ganz täusche. Oh, ich habe da immer noch mehr Schokobraunen stehen. Eieieiei. Ich habe da echt ein bisschen viel gekauft, weil ich halt gedacht habe, hä? Wo? Oder habe ich die alle in den Müll geschmissen? Nee, das kann ja nicht. Okay, ich muss auf jeden Fall. Guck mal, da haben wir immer noch 4 Kanister. Eieiei. Da haben wir aber mal richtig auf die Kacke gehauen. Oi, hoffentlich können wir das noch gebrauchen. Sonst weiß ich nämlich auch nicht weiter, du. Kann ich denn jetzt die Farbe auch dort? Schade. Okay, das kaufe ich aber. Komme ich auf jeden Fall nochmal abkaufen. Abholen. Und fahren wir jetzt erst nochmal zum Wohnwagen, bringen das dann noch hin. Und dann ist auf jeden Fall alles an der Base, sage ich jetzt mal, am Hauptquartier, an unserem Firmenhauptplatz.
Und dann, wow, das Schild da weggeballert, weg damit. Und, boah, dieser Wagen, der wackelt so viel, da kriegt man immer so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Ich hoffe, dass ich das höher stapeln kann. Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass kein Deckel auf der Farbe drauf ist. Die wird doch sofort hart. Das kann man auf jeden Fall schon mal höher stapeln. Das bringt uns ja schon mal ein Stück weiter. Machen wir mal die Farbe, weiße Farbe. Zack. Und noch den Dingen hier. Was machen wir denn hier? Okay, Holz ist das. Ist doch eine weitere Palette. Muss ich mal eben gucken. Warte mal, wie war das rechte Maustaste? Genau, Müllsäcke. Jetzt muss ich irgendwie Müll bekommen, dass ich das recyceln kann. Ich habe jetzt alles natürlich schon verkauft, ey. Mist. Hätte ich das mal eher gewusst. Hat mir aber auch keiner gesagt, ey. Aber. Verkaufen Sie recycelte Gegenstände? Kann ich die Müllsäcke da vielleicht aufheben? Ich schau mal. Ne. Scheiße. Oh nein. Aber ich sehe auch, wir haben auch neue Nachrichten. Da, Metz. Neuer verändert Autogalerie. Neue Autos sind in der Galerie eingetroffen. Komm und schau sie dir an. Ja, sehr gerne. Hey. Achso, Standort finden für Materialbesorgung. Okay, das weiß ich. Anstreichen. Ja, Carol. Ah. Die Route wird gefunden. Ah, das ist ja direkt vor mir. Ja, moin. Geil. Ah, ist hier. Ah, da kriege ich bestimmt recycelte Gegenstände. So, wir parken mal hier. Zack. Und dann müsste ich auf jeden Fall... Gehen Sie im Möbelhaus. Okay, wir schauen erstmal. So, wo stehen denn... Eigentlich hier, ne? Wände streichen violett. Den Boden fließen Parkett. Ach, du heilige Scheiße. Oh, was geht denn hier ab? Was geht denn... Hä? Gestohlene Möbel? $5? Ich habe hier noch gar nichts geklaut. Ja, was wird denn das jetzt hier schon wieder? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Fangen von Objekten. Oh, jetzt geht's hier auch mit Inneneinrichtung oder was? Ach, Herr Jemine. Hm. Manchmal muss man sich die Zeit nehmen und gucken, was die Leute so im Kühlschrank haben. Geht nicht. Okay, in diesem Zimmer gibt es keine Aufträge. Überprüfen Sie das, die Räume des Schlafzimmers. Oh, das ist so ein Schlafzimmer hier. Ah, nee, ist aber nicht das Richtige. Dann hier vielleicht, das ist ein Badezimmer. Haben wir noch ein... Ah, da. Oh, was ist das denn? Oh, hey, Jemine. Paket. Okay. Ah, jetzt geht's aber hier zur Sache. Okay. Aber wahrscheinlich muss ich das Ganze jetzt hier erstmal einpacken, oder? Okay. So, muss ich das jetzt hier alles einzeln jetzt rausbringen? Oh ja. Okay, das war wohl alles kaputt. Das heißt, wir müssen hier nochmal neu machen. Werfen, Platzierung, Entpackungsmodus öffnen. Okay. Okay, dann räumen wir jetzt erstmal das ganze Zimmer leer und dann schauen wir weiter, was die von uns wollen. Auf jeden Fall müssen wir den Boden rausreißen. Das habe ich ja gerade schon gesehen in das kleine Tutorial. Aber da schauen wir mal, wie es weitergeht. Erstmal Zimmer leer räumen. Das hörte sich an, als wenn das richtig gewesen wäre. Waren die anderen jetzt nicht richtig, oder was? Warte, was kann ich ja nachgucken? Da tut mir das doch nicht jetzt hier als Diebstahl aufmachen, oder? Nee. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, du. Oder nicht, dass man da... Ja, also, nee, da war... Hä? Zuerst kommt ein Piep.
Und dann doch nicht. So, da rein. Müssen wir wahrscheinlich gleich alles recyceln. Ist ja alles Müll, ist ja irgendwie kaputt hier alles. Oh, die Lampe. Ach, Herr Jemine. Ah, geil. Ich kann das hier alles... Ah, gut. Nee. Okay, mit R tue ich das alles einpacken und mit Q lege ich das so da drauf. So. Ach, Q. So, das noch einpacken. Ich will mal was schauen. Ah, schade. Ich dachte, er nimmt das jetzt so alles hoch. So wisst ihr, dass ich das mit einmal hier rauskriege. Aber okay, scheint nicht der Fall zu sein. Geschmissen, damit das zumindest erstmal hier rauskommt, ne? So. Zack. Ha. Information zum Entwurfspunkt Schlafzimmer. 66%. Möbel extrahieren, Kinderspielzeug. 7 von 12 bis jetzt. Ah, also mache ich doch alles richtig bis jetzt. Ja, müssen wir das ganze Zimmer hier erstmal rausräumen, du. Das ist ja jetzt hier... Also da, jetzt wundere ich mich auch, warum das bis zu 4 Mann im Koop geht. Also hier brauchst du ja schon 4 Mann. Alleine ist das ja echt hardcore hier, du. Aber okay. Mache ich mir jetzt erstmal keinen großen Kopf drüber. Vielleicht lade ich ja jemanden ein, der mir mal hilft. Zack. So, wie viel haben wir denn jetzt? 8 von 12. Warum kommt dieses immer? Das ist ja echt hart, du. Ah, der den Teppich, der muss auch noch raus. Frage ist nur, was mache ich mit den ganzen Möbeln, ey? Kann ich das Fenster nicht aufmachen und die da rausballern? Wäre mir auf jeden Fall am liebsten, ey. So, erstmal das Zimmer hier leer räumen, ey. Vielleicht muss das ja auch alles wieder da rein. Vielleicht muss ich das ja auch nur sauber machen oder so. So. Macht der hier jede Matten einzeln, do? Na komm, die legen wir da übereinander. Dann weiß man, dass sie zusammengehören. So. Das sieht ja auch hässlich aus. Weg damit. So. Den Bodenfliesen, Parkett. Möbel kaufen, Einzelbett, Luxuspunkte. Okay. Wände streichen, den Bodenfliesen, Parkett. Weißt du was? Wird der erstmal hier abgerissen? Abreißen, so. Ach, herrje. Jetzt muss ich hier... Ah, okay, ich wollte schon sagen... Oh. Oh. Das geht ja so um einiges schneller. Zack. 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 Ja, ich habe schon gedacht, du. Wäre ja wieder so eine harte Action gewesen, du. Wenn ich das jetzt hier alles einzeln hätte machen müssen. Also für Renovierungsleute, die so Computer spielen und Bock auf Renovieren haben, ist das hier aber echt top, oder? Hier, den ganzen Kack hier erstmal raushauen, du. So. Wir räumen das jetzt erstmal alles hier hin. So, jetzt müssen wir die Wände streichen in Violett. Ach, die Lampe geht aber. Was damit? Das sieht auch noch schön aus. So, Wände streichen Violett, den Bodenfliesen, Luxusmöbel kaufen. Kann ich mir irgendwo mal die ganzen... Oh, wir haben Fähigkeiten. Oh, wir haben 2 Fähigkeitenpunkte, Leute.
Leistung, Wurfkraft, Geschwindigkeit der Bewegung, Pack-in-Packen-Geschwindigkeit, Kunsthandwerk, Packen-in-Packen verwendet Geschwindigkeit, maximale Traffähigkeit der Box, Paketverwendungsbereich. Okay, machen wir hier mal ein drauf. Und, ne, das, ach so. Dann machen wir hier noch einen rein. In Geschwindigkeit, so, das ist doch schon mal was. Reiseführer Hauptziel. So, verkaufe und recycle Gegenstände. Ja. Das haben wir auch auf dem Schirm. Immobilienfähigkeiten, Karte, Profil, Firma. Friesis Geschäftsführer. Okay. Allgemeine Unternehmensinformationen, Autorisierung, Fahrzeuge, Verbotliste, Kommentare. Kommentare. Erfüllt und übertrifft die erwarteten Kriterien. 5 Sterne! Ehrenmann, Douglas, Ehrenmann. So, Mission hier. Okay, das haben wir ja alles. Was für ein Parkett muss ich denn? Bodenfliesenparkett. Okay. Sie haben ein Teilziel erreicht. Wunderbar. Kann ich das denn jetzt verkaufen oder eher nicht? Ah. Okay. Ich würde das jetzt erst doch nochmal eben alles ausladen. Dann machen wir ja mal eben hier ordentlich stapeln. Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen. Das ist nämlich gerade mein Ding dabei. Weil wenn wir es nicht mehr brauchen, dann schmeiße ich das nachher weg. Das ist ja kein Ding. Aber ich weiß ja nicht. Vielleicht, ich will nicht, dass das wieder als Diebstahl zählt. So, wisst ihr, wie ich meine? Weil sonst stehe ich nachher da wieder. Mit der runtergelassenen Hose. Oh, Hör geht nicht? Doch, Hör geht. Okay, wir machen eine zweite. So. Mache auch wieder Blödsinn. Ja gut, ich komme noch an den Mülleimer dran. Da ist auch noch ein Paket. So, zack. Da geht nicht mehr. Dann stapeln wir das davor. So. So, dann haben wir das. Dann machen wir eine zweite Ding hin. Zack. Ach, komm schon, mach das doch gerade. So, zack. Damit das wenigstens ein bisschen ordentlich ist, damit die Besitzer kein Schlag bekommen. Wenn die jetzt hier nach Hause kommen und dann, oh mein Gott, alles steht hier im Weg rum, was soll der Scheiß? Dann können wir das hier wenigstens nämlich schön ordentlich dahinstellen. So, wisst ihr, wie ich meine? Zack, dahin. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht den kompletten Container dazu stelle, weil sonst haben wir ein kleines Problem, meine lieben Freunde. Weil wenn ich ja nachher was reklamieren muss, wegschmeißen muss, komme ich da wieder nicht dran. Aber ich könnte auch von der Seite, glaube ich, drankommen. Aber es ist natürlich schöner, wenn wir das davor machen. Aber wir haben da uns einen kleinen Gang gelassen. Passt schon. So. Und ich würde jetzt einfach hier nochmal einen kleinen Stapel machen. Ich will nicht, dass das so zu hoch wird. Und da müssen wir auch nachher mal gucken, was wir hier überhaupt alles haben und ob das überhaupt noch gebraucht wird, ne? Aber das schauen wir dann. Wir sind aber auf jeden Fall schon mal Level 2 geworden. Das sind wir aber, glaube ich, schon beim letzten Mal. Wir sind mit 19.000 haben wir jetzt haben wir schon eingenommen, also haben wir ein Geld. 19.211 Dollar. So. Das wird ja auf jeden Fall schon mal was. So, jetzt sieht das hier auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Da können sich die Bewohner dann oder die Hausbesitzer nicht beschweren. Oh. So. Damit haben wir dann schon mal das Zimmer fertig hier. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt die Farbe Violett kaufen und die Parkettböden. Und dann schauen wir mal weiter, was hier noch auf uns zukommt. Habt ihr das? Da war richtig Blitz. Elektro. Wisst ihr, was ich meine? Oh, hoffentlich gibt es hier keine Öffnungszeiten. Dann bin ich aber am Arsch. So.
Das ist so das Möbelhaus hier. Aber der scheint da zu sein. Ach, ich muss ja auch gar nicht zum Möbelhaus. Ich muss Möbel hole ich später, wenn ich alles fertig habe. Ich kaufe jetzt erstmal die Farbe Violett. Ah, das war hier. Nee, das ist Elektro. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, da bin ich. Sigoglide, so heiße ich. Pfandhaus. Hier. Kann man da... Das heißt, ich muss da lang. Dann gucken wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Violett da haben. Also, ja, wenn die schon da haben, aber ich muss auf jeden Fall... Dieser Wagen, Alter. Woohoo! Ich muss auf 434 Hahn ist das Nummernschild. Hahn. Ich bin der Hahn im Stall. Genau. Hier ist, sind wir Eisenwaren. Wupp. Zack. Jetzt brauche ich erstmal ein Pott Violett, mein Freund. Wie geht's dir? So, Farbeimer. Violett, Violett, Violett. So, in den Einkaufswagen. Jetzt brauche ich noch Parkett. Marmorfliesen, Ziegelsteine, Parkettfliesen. Ja, scheiße, was denn für eine Farbe wollen die denn? Hier steht auch kein M für Mission dran. Warte mal, ist das denn das Richtige? Oh, leck mir am Arsch, was ist das denn hier? Ah, schalte den ersten Technologiepunkt frei. Ah, okay. So, Sandpack, Holzrahmen, Beton, Sturz, Verstärkung, Isolationspack, Trockenbaupack, Schallungpack, Kacheln, Gipseimer, Backsteine, Farbeimer, Bodenisolierung, Sockelleisten, Gipskartonpaket. Ach du Scheiße! Da kommt aber einiges auf uns zu, meine lieben Freunde. Türe, Fenster, Spielzeug. Warte mal, Fenster, Türen, Wanddekoration, Deko. Werkzeuge. Okay. Es sind. Der, hier ist auf jeden Fall das M für Mission. Weißt du was? Wir nehmen erstmal das. Da sind 100 Stück drin. Ich würde mal zwei kaufen. Da haben wir 200 Stück. Ich weiß nicht, ob das passt, das aber. Wir werden mal schauen, ob das wirklich so ist. Ob das reicht. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal los. Aber ich will nicht schon wieder zu viel kaufen. Ich will nicht schon wieder zu viel kaufen. So, und dann nehmen wir direkt hier noch die Schokobraunfarbe mit. Dann ist die nämlich weg. Und jetzt geht's wieder zur Mission. Und ich würde jetzt ganz klar anfangen, erstmal die Wände zu streichen, weil den Boden haben wir ja schon raus. Ja, ich hätte den Boden auch drin lassen können, dann hätte ich nicht abdecken brauchen, ne? Dann hätten wir nachher den alten Boden rausgepackt, aber... Ist egal, wir sind so gute Maler, wir kleckern nicht. Also die Farbe gehört nämlich an die Wand und nicht auf den Boden, meine lieben Freunde. So schaut's nämlich aus. So. Dann zack, die Farbe geschnappt mit Violett. Die Tür aufgemacht. Ich mache hier sogar Nachtschichten, meine lieben Freunde. Gar kein Problem. So, dann schnappen wir uns wieder mal den Pinsel. Farbe, so. Zack. Und jetzt zeige ich euch was. Wenn man die nämlich so runter macht, dann macht man dickere Streifen. Und dann seht ihr da oben, so geht das dann ganz schnell vor fertig. Jetzt sind wir schon bei 33%. Und zack, 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 zack. Ist jetzt natürlich nicht das Wahre, aber bis wir auf jeden Fall eine... größere Farbrolle oder Pinsel oder was auch immer bekommen, würde ich das erstmal so gestalten, weil ich weiß, dass man das so nicht macht und dass das so auch bestimmt nicht schön für euch ist, weil man sich so denkt, ja, hast jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben. Das weiß ich, das verstehe ich, ihr habt vollkommen recht, aber aus der Perspektive des Zuschauers, Casual-Zuschauer, Casual ist keine Beleidigung, sondern einfach für den Zuschauer, der einfach nur unterhalten werden will und nicht so auf Richtigkeit sein Auge wirft, sondern einfach nur Spaß haben will,
Das ist Cashwell. Verstehe ich dann natürlich, müssen wir auch an die denken. Und sobald wir irgendwie eine größere Rolle oder einen größeren Pinsel oder was auch immer bekommen, werden wir das auch ordentlich machen. Da werden wir zuerst natürlich beschneiden, nicht an das, was ihr jetzt wieder denkt, ihr kleinen Ferkelchen, hahaha, sondern beschneiden nennt man die Dinge zum Beispiel unten an der Fußleiste. Das Beschneiden nennt man, oder habe ich damals in der Malerlehre gelernt, wenn man nicht abklebt, dann nennt man das Beschneiden. Aber ja, nochmal so einen kleinen Tipp. Ich habe nämlich Maler und Lackierer gelernt und bin aber nachher umgeschwenkt im Einzelhandel, weil, naja, mir der Maler einfach null Bock gemacht hat, um ehrlich zu sein. Und deswegen habe ich Maler aufgehört. Das hat mir echt keinen Spaß gemacht, dieses Tapezieren. Das hat mich alles angekotzt. Aber damals, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich keine andere Ausbildung bekommen. Und ich dachte mir, ja komm, Alter, bevor du ja gar nichts hast, können wir machen wir lieber eine Malerausbildung. Besser etwas haben als gar nichts haben, so. Hab die auch bis zum Ende durchgezogen, also alles gar kein Ding. Und ja, hab somit eine abgeschlossene Malerausbildung und habe dann später, muss ich leider dazu gestehen, mit 30 Jahren habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Einzelhändler und bin jetzt Einzelhändler. Ich könnte also gut im Baumarkt klarkommen. Aber glaub mir, wenn ich im Baumarkt arbeiten würde, ich wäre auch einer von den Personen, die wegrennt, wenn ihr kommt. Weißt du, kennt ihr das im Baumarkt, wenn ihr jemanden sucht? Die findet man nie. Ist das so, oder? Oder die sind voll angepisst. Oder, oh, das ist nicht meine Abteilung. Irgendwie so ein Scheiß kommt immer, Alter. Ich weiß noch, wo wir damals mein Haus renoviert, das Haus hier renoviert haben. Unser Haus, ich sage immer mein Haus, unser Haus. Unser Haus renoviert haben. Da war ich auch ja sehr oft im Baumarkt. Ich habe mir gedacht, Digga, was ist denn mit euch verkehrt, Digga? Zeig mir doch einfach, wo ihr das und das habt. Ich bin kein Mensch, der irgendwie sofort zum Verkäufer rennt oder bevor ich so lange suchen muss, sag mal, wo habt ihr das denn? So, ich bin selbstständig, so ein bisschen. Ich kann selber meine Sachen zumindest erstmal suchen, bevor ich anfange, sofort die Verkäufer auf den Sack zu gehen. Ja. Vor allen Dingen, das ist ja bei uns im Laden auch immer so, da kommt jemand rein, ja, bevor ihr so lange suchen müsst, ne, wo habt ihr denn eure Mause fallen? Und dann sage ich so, ja, dreh dich mal um, da in der Kasse, da liegen sie. Und dann denke ich mir so, Alter, ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, als erwachsener Mann in den Laden reinzukommen, keine 5 Minuten gesucht zu haben und dann zu sagen so, ja, wo habt ihr, oder so, ne, wisst ihr, wie ich meine? Das zeigt doch einfach nur daran, dass man einfach, ja, weiß ich nicht, man geht doch erstmal selber und sucht mal eben oder guckt mal eben erstmal, bevor ich sofort einen Verkäufer auf den Sack gehe. Ich weiß, dass das unsere Arbeit ist und dass wir dafür bezahlt werden und so, aber ein bisschen Eigenständigkeit muss doch vorhanden sein, oder? Zumindest mal eben in den Laden zu gucken und ich meine, es ist ja immer so, ich weiß nicht, in den Baumärkten ist es zumindest so, da wenn du in die Gänge reinschaust oder durch den Baumarkt so wandelst, dann steht dann ja auch immer oben so dran, Tapeten, Farbe. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist da ja alles gar kein Problem, das erstmal zu finden, selber mal eben zu suchen. Und ja, aber gut. Jeden das seine, sage ich mal so. Naja, gucken wir mal. So, okay. Schade. Ich dachte, er macht... Oh, dann brauche ich auf jeden Fall mehr als 100. Ui, ui, ui. Also... Man legt immer von der längsten Wand und dann immer von rechts nach links. So hab ich das gelernt. Ich will jetzt hier nicht wieder sagen, ich habe auch schon 1000 Leute gehört, die haben das so alles ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, da ist auch... jede Firma ein bisschen anders. Wir haben immer von rechts nach links gearbeitet und von der längsten Wand dann nach unten zur anderen Wand. So, wisst ihr, wie ich meine? Also, das ist jetzt zum Beispiel... Ja, okay. Ja, doch, die ist länger. Das ist jetzt zum Beispiel die schmale Wand. Dann haben wir gesagt, nee, wir legen jetzt von hier, fangen rechts an, zack, 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 schneiden, das Reststück wieder nach hinten, zack, 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 schneiden, das Reststück wieder nach hinten, zack, 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 zack. Und so haben wir das immer gemacht, ne? Es sei denn, es fing jetzt gerade mit dem Endstück nicht so an, dann hat man halt das anders gemacht, ne? Da hat es kurz gespeichert. So, ich will auf jeden Fall im Bo... Oh, muss ich nochmal
das andere Paket holen. Ah, ich glaube, da fehlen noch zwei Pakete. Was ich ein bisschen cool finden würde, das ist ja Parkett, wenn man auch Kleber auftragen hätte müssen. Das wäre geil gewesen, weißt du, so eine kleine Schicht Fußbodenkleber, Parkettkleber und dann die da reinkleben, weil das ist ja kein Laminat. Parkett wird ja, meines Wissens stand damals, aber da war ich damals noch ziemlich jung, war Parkett immer kleben. Die haben keine Naht, so wisst ihr, wie ich meine? Bei Parkett gibt es ja diese Naht, bei Laminat gibt es ja die Naht, die man dann da so einfügen kann, ne? Oder einklicken kann. Und ja, so kenne ich das halt. Ah, warte mal, ich glaube, ich komme hin. Perfekto. Wir sind hingekommen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das reicht nicht. So, die Reste auf jeden Fall wieder hier rein. Das können wir bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Und bevor wir jetzt unseren Arbeitsplatz verlassen, mal eben kurz den Müllsack nehmen, alles hier aufräumen und dann mal eben einmal so drüber schauen, ob alles gut ist. Ja, ist es. Dann Licht ausmachen, Tür zu und morgen wiederkommen. So. Okay. So, das haben wir. Muss ich mal gucken hier. Nee. Alles klar, ich wollte nur mal eben gucken, ob man da nicht irgendwas machen kann. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall wieder das Däumchen nach oben nicht vergessen. Schreibt einen netten Kommentar. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Montag. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.